Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Two Point Hospital. Weiterhin hier mit meiner Möglichkeit, Jabur. Also, man kann die Räume in dem Sinne verbessern, indem ich da auf Objekt drücke und dann Arzneischrank zum Beispiel kaufe. Enthält haufenweise abgelaufene Medikamente, lässt das Zimmer professioneller aussehen. Okay. Also, das mit den Sterben verstehe ich nicht so ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, weil eigentlich ist das doch hier ein cooler Raum. Aber eigentlich kann man, könnten wir da auch noch mal ein bisschen was reinbauen, wie ein Abfalleimer. Eine Pflanze. Und ein Poster. So, ja. Schrank da reingebaut? Nein. Doch. So, oh, ist das schon ganz okay, würde ich sagen. Oh, wir haben hier wieder Special-Aufträge. Neues Gehalt. Oh, Alter, das ist aber schon unverschämt. Aber gut, komm her. Heile 5 Patienten mit WC-Werte, Bedingungen, eine Apotheke, ein Krankenhaus, Zeitbegrenzung 90 Tage. Ja, okay, komm, hau raus. Es sind nur 5 Stück. Das ist doch lächerlich. Das machen wir doch mit links. Es ist echt teuer, Mann. Okay. Das wird abgezogen von der Freischaltung. Jetzt habe ich das auch so langsam alles klar verstanden. Da 100 Defingations-Klimaanlage zum Beispiel. Da möchtest du die Klimaanlage für 75k, 165 habe ich noch übrig. Da unten kannst du gucken. Zack, jetzt ist es weg. Und jetzt kann man hier zum Beispiel noch eine schöne Klimaanlage in die Räume bauen, wenn man das denn will. Aber woran sehe ich denn, ob die denn warm ist oder kalt ist hier der Raum? I went to a holistics nature commune last week to see what they could do about my gravy allergy. They recommended a long stay at their spa and a bottle of rosemary. Haben wir da einfach mal so eine Klimaanlage, aber jetzt habe ich das in dem Sinne auch verstanden. Alles klar, ein Trinkbrunnen. Nein. Und dann können wir hier nämlich auch zum Beispiel Zeitschriftenständer. Können wir dann hier zum Beispiel auch freischalten. Und dann kann man den hier zum Beispiel wirklich einfach hier platzieren. Die sehen dann ein bisschen hübscher aus. Und dann kann man hier nochmal Objekte, nochmal ganz kurz Zeitschriftenhändler und dann Ständer. Und dann kann man zwei gegenüberstellen. Das sieht nämlich dann einigermaßen toll aus. Könnte man jetzt hier noch mit in eine Reihe. Aber ich muss ja jetzt erstmal hier ein bisschen auf meine ganze Gedönse hier mal ein bisschen klarkommen, ja? So, aber das funktioniert schon ganz gut, ja? Unsere Apotheke läuft auch die ganze Zeit wunderbar. Da ist irgendwie... Wo ist die Tussi? Ne, er muss da erstmal hin. Okay, alles gut. Hier, meine Sitzsäcke werden sogar die ganze Zeit genutzt im Raum. Das finde ich auch mega nice. Ja. Das funktioniert, Leute. Also, das funktioniert... Oh, mein Stuhl, ne? Der geht mir so auf den Senkel. Doctor required in so, jetzt... Deluxe Clinic.
So, jetzt müssen wir den mal so ein bisschen beobachten. Aber eigentlich geht es ihm, wenn wir uns den jetzt mal angucken, vor der Apotheke wartet eine Schlange. Sollten wir vielleicht noch eine bauen? Nein, weil das ist nur ein Auftrag. Oder doch. Na, wartet mal. Da gehen wir doch einfach mal bei. Gehen wir auf Zimmer. Bauen hier eine Apotheke. Namens Tante Emma. Oh, die Apotheke muss aber wieder groß sein. Na ja, gut, okay. Machen wir da eine Apotheke. Ein Aktenschrank. Medikamenten. Ja. Dann müssen wir hier auf Objekte gehen. Jawohl. Haben wir denn noch einen über? Einen blauen. Oh, weiß ich nicht. Werden wir mal sehen. Ich denke nicht, ne? In today's headlines, lottery winner. Also an den Blumen riechen ist überhaupt gar nicht so wild in dem Sinne, weil die riechen in der Zeit an den Blumen, wenn es dann in dem Sinne soweit ist. Krogenbusch in his new gold-plated hovercraft, just like he's always done. Okay, habe ich aber dann in dem Sinne schon gut verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Anscheinend haben wir aber dieses Problem so langsam gelöst, wenn ich ganz ehrlich bin. Das erfreut mich dann auch. So, wir haben noch einen einzigen. Der müsste da oben sein. Und dann sind wir fertig mit der Apotheke. Werfen Sie einen Blick auf unsere Position in der Kategorie Heilungsrate. Offenbar hat Erika Gauss aktuell 95% die höchste Punktzahl. Unsere Punktzahl liegt bei gerade einmal 86. Wir sollten ja, bei mir sterben ja auch ständig welche. So, 400.000, verdiene 400.000, noch 106.000 brauchen wir. Dann haben wir unseren dritten Stern. Dann sind wir mit diesem Klinikum wirklich fertig, Leute. So, du hast 4 von 5 Patienten geheilt. Okay, danke schön. Freut mich, wenn ich ganz ehrlich bin, dass wir dann gleich das erste Klinikum erledigt haben, ne? Wenn wir jetzt hier länger auf den Pflanzen. Wie habe ich denn. Warte mal, auf was gehe ich denn da? Auf die Bänke? Ja, okay. Also wirklich der reine Grünbereich im Klinikum. Was ich doof finde, dass ich nur solche Pflanzen habe. Ich habe vorhin schon geguckt, ob es nicht solche. So. Bei dem alten gab es sowas in der Art wie Hecken. Hört sich doof an, aber ist halt einfach so. Und sowas gibt es gar nicht. Es gibt nur so Kakteen oder so. Also, das mag ich nicht. Bin ich mal gespannt, ob das Spiel später eine Mod Support bekommt. Ich weiß es nämlich gar nicht, ne? Also nicht, dass die Leute jetzt hier schreiben, das ist gar nicht informiert, ey. Ich weiß es wirklich nicht, ob das Spiel einen Mod-Support bekommt oder nicht. So, jetzt haben wir nämlich hier noch ein bisschen mehr Grünzeug gleich im Eingangsbereich. So sollte es sein. Schön gewusst, im Reitercharakter findest du eine Liste aller Mitarbeiter. Dort kannst du den Überblick der Mitarbeiter verschaffen und die Gehälter prüfen und die Aufgaben zuweisen. Ja, das wissen wir alles schon. Wir sind nämlich gar nicht so dumm, wie du aber denkst, mein Freund. Wir haben nur noch 56.000, dann haben wir die Scheiße auch erledigt. So, dann lassen wir das jetzt mal hier ein bisschen ZZ laufen. Weil ich glaube, so viel wird jetzt hier gar nicht mehr passieren. Aber ich möchte gerne meinen dritten Stern schon haben. Herausforderung, beeindruckende VIP, tolle Krankenhaus. Es wird bald Position Ergebnis. Okay, dankeschön. Gesundheitsinspektor kommt in 8 Tagen. Bis dahin haben wir uns verpisst ins nächste Krankenhaus. Ein Spaß. Er setzt sich ins Sitzkissen. Remember that you are strong and blessed. Ich finde die Dinger nicht so bequem, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist zwar ziemlich cool, unten so auf dem Boden so tief zu sitzen, aber ich bin da nicht so. Ja, ich finde das nicht so toll.
Oh, jetzt kommt der kleine Ochse hier. Ich treffe ein Mama. Was? Gute Neuigkeit, wir haben insgesamt 100 Patienten geheilt. Mit jedem geheilten Patienten erhöht sich der Ruf. Ja, okay, das wissen wir ja. 100 Patienten schon. Junge, was geht ab hier? Gut, ich hätte von Anfang an mal so ein bisschen schneller die Zeit schnell stellen sollen. Aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, das muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich noch mehr Krankheiten hier behandle. Aber gut, das macht nichts. Ich finde das alles ganz okay. Ich kann damit leben. Ja, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. So. Einnahmen, Profit oder Verlust 4.600. Okay, wir haben einen Gewinn gemacht, nur noch 4.600. Das ist nicht so viel. Wir haben mal wieder einen Geist, der wird eingesaugt. Zack, weg. Isa, der alte Ochse. Ja. Sieht sich alles an. Ja, mach du mal ruhig. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe damit gar kein Problem, dass du dir hier alles anguckst. So, und beim nächsten Krankenhaus werde ich dann auf jeden Fall mir ein bisschen mehr Mühe geben mit dem Ausrichten, Aufbauen und dies und jenes. Ja. Auf jeden Fall finde ich mit Männertoilette und Frauentoiletten getrennt, das muss schon sein, oder? Also, ich weiß nicht, warum man eine Toilette baut für alle. Maintenance Announcement. Bins will become full. War nicht so prickelnd, oder? So, kriegen wir jetzt hier so langsam mal ein bisschen noch Geld rein, bitte? Ach, endlich geschafft, Leute. Krankenhaus und 3 Sterne. Ja, schaffen manche Hotels nicht mal. Ja. Zeitschriftstand haben wir dafür freigeschaltet. Fortfahren. So, Zeitschriftstand freigeschaltet. Wir warten jetzt noch ganz kurz, was unser Inspektor sagt. Und dann sind wir eigentlich durch. Ja, ich kehre gleich zur Karte zurück, aber ich möchte mir jetzt erstmal ganz kurz das beeindruckendes VIP mit tollen Krankenhaus. Okay, danke. Ja, Leute, ich würde sagen, wir düsen dann zum nächsten Krankenhaus. Ja, wir haben hier unsere 3 Sterne erreicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel es gibt. Oh, einige. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zum zweiten Krankenhaus, ja? Expandiert durch die Gründung eines zweiten Krankenhauses. Ja. Starten. So. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt diesmal ein freies Spielmodus überhaupt gibt. Das weiß ich gar nicht. Willkommen in der Lauf. Dieses reizende kleine Dorf hat ein riesiges Problem. Ich habe auch ein Problem. Nämlich mein Nachbar. Ja, und da will ich jetzt mal ganz kurz drauf eingehen. Ja, bei uns kommt so montags immer morgens die Straßenkehrmaschine. Okay, der macht das ganze Laub weg, weil wir hier so eine Allee haben. In der Straße. Ist alles okay, ja? Habe ich überhaupt nichts gegen. Aber muss dieses kleine, dreckige, ja, wirklich jedes Mal nachts um 22:30 seine scheiß Laub haken? Ja, nachts um 22:30. Nein, man lässt ja heute keine Fenster auf oder Kinder müssen nicht schlafen oder geschweige irgendwas anderes. Gehört hier gerade nicht rein in dieses Spiel, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war heute Nacht ziemlich angepisst. Aber gut. Nur Ärzte und Psychiaterausbildung werden in dieser Lage sein. Patienten im psychischen Zimmer, der behandeln wird, einen solchen Arzt gefunden. Aber du sollst weiterhin nach Bewerbern Ausschau halten, die Qualifikation als Psychiatrie und andere nützliche Bereiche mitzubringen. Okay, alles klar. Stopp. Freigeschaltet, bauen Sie beeindruckende Psychiatrzimmer, um für Zufriedenheit zu sorgen. Okay, was ist das hier denn? Das ist die Arztpraxis. Wer hat diese Scheiße hier so gebaut? Okay. Okay, egal. Wir lassen es jetzt erstmal so, okay? Wir brauchen eine Psychotherapie. Und ich würde sagen, das bauen wir. Da ist auch ein Ausgang. Wir bauen das mal hier hin, okay? Ist das nur so ein kleiner Raum?
Ich war da noch nirgendwo. Ich weiß nicht, ob man da nicht den Rücken zu hat oder das so. Wir machen das mal einfach so, okay? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Wir schalten die Lampe dann auch mal noch frei. So, okay. Jetzt brauchen wir aber noch einen Arzt dafür. Mal ganz kurz, jetzt muss ich mir das noch mal ganz kurz hier ja gut, wir brauchen einen Arzt, der das in dem Sinne kann, und einen Arzt, der das kann, haben wir gerade nicht. Okay, und die Leute, die bei uns arbeiten, haben die diese Fertigkeit? Ja, also der hat die Fertigkeit, dann stellen wir doch den, weil der ja die Fertigkeit hat. Und wir nehmen uns einen neuen Einstellenarzt und nehmen uns den und setzen den da rein. Okay? Und er soll dann da oben hin. Du wurdest im Bund der Technologie kontaktiert. Diese Unternehmen betreiben verschiedene Forschungskrankenhäuser in dem ganzen Land. Sie haben uns ein interessantes Angebot gemacht. Ihnen würde erst kürzlich Lizenz entzogen wegen eines Vorfalls mit. Ist wohl besser, nicht in Detail zu gehen. Sie beansichtigen ihre. Okay. Solange die keine Forschungslizenz hat, müssen wir um jegliche Technologieunterstützung froh sein. Okay. Ja. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal Objekte, Bänke. Ja, so lassen wir das. Würde ich sagen. Objekte. Wir müssen ja ein bisschen zusehen, Leute, dass es hier ja auch genug. Sachen gibt, die dann machen können, sonst schieben sie wieder extrem Langeweile, unsere Leute. Ja. Okay, Toiletten. So, da haben wir dann schon mal die Frauentoilette. Ich sage auch erstmal wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.